Harley, dies ist für die X-Teams. Gott und Ringer im Battleship Challenge. Wir finden uns bei den offenen Kämpfen im Hackernetz. Was auch immer diese Titel bedeuten soll, es kann nichts Gutes bedeuten. Wir haben jetzt schon zweimal gegen Magic Man kämpfen müssen. Wobei ich nicht so ganz weiß, was das letztendlich für uns zu bedeuten hat. Ich bin so stark! Frag mich nicht warum! Ich bin's einfach! Scanne Navi-Daten. Navi E. Typ Elektro. Starker Chip. Satellite 2. Panel Aluminium. Mhm. Jetzt setzen wir den als normalen Battleship mal ein. Ich weiß, er ist ein Navi und kein... Er ist ein, wie sagt man's denn? Kein spezifischer Navi, abgesehen von seinem Element. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht trotzdem sich ein bisschen mehr darauf fokussieren könnte. So, jetzt haben wir in jedem Fall eine Verteidigung, die wir uns am Anfang aufbauen. Und naja. Da wir auf Aluminium sind, Elekman als Navi haben und Elekman als Navi haben, wird Sparker wehtun. Und zwar gewaltig. Es ist nur die Frage, ob wir vor dem Gegner dran sind. Aber selbst wenn, er sollte es mit keinem seiner Angriffe schaffen können, Sparker zu zerlegen. Und wir sind zuerst dran. Oh ja. Komm schon. Zack. 110. 110, was jetzt aufs komplette Deck geht. Yep. Und wir kriegen auch noch eine Verteidigung. Das tut halt dann schon weh, ja. okay. Wir haben es einfach mal eben Sparker zerlegt. Nichtsdestotrotz, wir sind noch lange nicht fertig. Okay. Das geht noch aufs Deck, das heißt, sein Electblade ist Geschichte. Und dem weich mal aus. Gut gemacht, Electman. Und jetzt gehen wir noch in die andere Richtung. Ah gut, jetzt müssen wir den Satellite 2 fressen. Ja, der tut weh. Geht aber nur auf das Ding. Okay. So, da unser Gegner aber diesmal tatsächlich nur elektrisch angreift, sammeln wir das alles schön. Und wir werden das Ende dieser Runde schon noch erreichen. Ja. Wird aber auch noch gefressen. Sorgen, dass du nicht ausweichen kannst. Mal den hier noch. Nur um dein Deck noch ein bisschen zu dezimieren. Weil, warum nicht? Dann machst du den hier noch. Jo. Und dann... Bitteschön. Ich habe mir auch letztens hier eine Aufnahme nochmal angeschaut, wo ich 1150 bei Thunderman angerichtet habe. Da ist mir aber dann aufgefallen, da ging tatsächlich noch ein Angriff von Thunderman daneben. Also der Angriff. Eigentlicher Angriff, wenn alles getroffen hätte, wäre noch höher gewesen. Ich bin so schwach. Willst du wissen, warum? Ach, frag mich. Alles klar. Du hast Proto-Man angetroffen. Ja, sein Battleship brauchen wir noch. Na, wenn das nicht lernt, Schüler ist, lass es trainieren. Um Navi-Chips. Was werden wir tun, Kai? Lass uns kämpfen. Und los geht es. Scanne der Wiederdaten. Protoman, Typ, keiner, starke Chips, Slasher, Panel, Gras. Ach stimmt ja, der hat ja da ein einziges Mal einen Vorteil draus ziehen wollen.
Aber hätte ich gesagt, drehen wir den Spieß einfach mal um. Nutzen gegebenenfalls den Vorteil für uns selber. So. Hätte ich doch drin lassen können. So treffen wir in jedem Fall. Na, wobei, wir haben eine Kombination, wo wir kein Schwert kriegen, aber das macht ja nichts. So, und auch gegen dich werden wir Sparker einsetzen. Die haben unsere Kapazität für unsere Slot Battleships nicht umsonst auf 80 erhöht. Wobei ich mich frage, welcher Battleship verbraucht 80? Was muss das denn für ein mächtiger Battleship sein, der 80 Megabyte frisst? Und ja, in der Größenordnung heißt das ja was. So, na dann schauen wir mal. Mhm. Ja, und er kriegt den Vorteil nicht, wie ich sehe. Komm schon. Saubere Arbeit. Ach. Würde ja gerne sagen, es war nicht vorhersehbar, aber es war vorhersehbar. Aua. Ja. Ja, den Sonic Boom geht auch wieder aufs Deck. Natürlich. Yay. Ja. Der kleine Kratzer. Unpraktisch. Ja, aber leider kommt unser Schildbrecher, oder in dem Fall Durchbrecher, Durchschläger, wie auch immer, recht spät, wenn er überhaupt kommt. Und geht aufs Deck. Genau, macht es weg. Und tschüss, Protoman. Wow, das lief gut. Ja, mit deinem Battleship. Ich dachte, den hätten wir... Ja, stimmt. Es war damals beim Turnier, wo ich dachte, wir würden gegen Protoman am Ende kämpfen, aber dann... Oh, danke. Aber dann bekamen wir Mega Man's Battleship. Du bist der Wahre. Du hast die Chipdaten für Protoman erhalten. Und 1000 Seni, was sind denn das für Preise? Ich befinde mich hier bei den letzten paar Kämpfen, die es hier gibt. Aber naja, irgendwann wechseln wir das Terrain, wahrscheinlich zum geheimen Gebiet. Und dann... Nimm das! Ein Schlangenpfeil! Scannen wir Daten. Snake Man. Typ Holz. Starker Chip. Starker Chip. Spice 3. Vanillegras. Es wird jetzt ungewohnt, die Namen zu sagen, aber korrekterweise muss ich sie dazu sagen. So, wir haben wieder einen Holzgegner. Das heißt, wir konzentrieren uns wieder hierauf. Ansonsten machen wir wieder das hier. Na, guck mal, Snake Man. Was hast du gelernt? Anzugreifen oder dich zu verteidigen? Gut, im Notfall kann er einfach gut ausweichen. Er ist im Endeffekt der Quickman der Holznet-Nevis. Und erneut hat Fireman einfach keinen Bock auf einen Kampf gegen Holznevis. Ich habe das Gefühl, der hat die mittlerweile hassen gelernt. Haut einfach direkt mit einem 600er drauf. Tschüss. Hiss! Du bist mein natürlicher Feind! Schon möglich.
Renne! Ich werde den Kampf mit dieser Brennkampffackel gewinnen! Scannen Heavy Daten. Fireman, Typ Feuer, starker Chip. Fire Sword, Kanäle Lava. Mhm. Fireman gegen Fireman. Bin gespannt. Was ich mir ja gerade aber noch gedacht habe, warum ist Mr. Match hier auf dem Bild in seiner Uniform aus dem ersten Mega Man Battle Network zu sehen? Das dachte ich mir schon länger. Weil das ist die Uniform, die er getragen hat, als er sich als jemand ausgegeben hat, der unseren Ofen reparieren würde. Dann, ja, nahm das Unheil eben seinen Lauf. Oh nein, mein Panel Grab. Wie kannst du es nur wagen, das anzukratzen? Und dann in dem hier. Ach stimmt, der kann ja auch fünfmal treffen, habe ich vollkommen vergessen. Da ist mir schon die Gosche ein bisschen runtergefallen gerade. Schön. So können wir weitermachen. Hä? Jetzt hat er wieder kein... Was machen unsere Gegner mit diesen Battleships? Man wird mir ja jetzt nicht erzählen wollen, dass unsere Gegner ganz plötzlich dieselben Kapazitäten zur Verfügung haben wie wir. Braucht man mir nach den letzten Turnieren nicht erzählen. Ach, Menno. Okay, der Kampf wird jetzt gerade ein bisschen unnötig in die Länge gezogen. Oh nein, Panel Grab. Gut. Panel Grab hat es nicht geschafft, Fireman am Ausweichen zu hindern, von daher. Naja. Ja. Damit wäre das Original gelöscht. Ja, war immer noch Rang 10. Okay, danke. Feuerschwert. Ich bin ausgebrannt. Ich kann nicht glauben, dass meine Flammen mich im Stich gelassen haben. Man merkt vielleicht, dass ich bei seiner Stimme nicht ganz sicher war, wie ich ihn sprechen will. Meine Luft. Boah, wird dich in den Weltraum fliegen lassen. So habe ich ihn damals gesprochen, das weiß ich noch. Hoho. Scannen der Wiedaten. Airman, Typ keiner. Starker Chip, Tornado. Parallel, Loch. So, und jetzt wird's wieder interessant. Was mich da jetzt schon mal interessieren würde, haut da der Sparker überhaupt hin? Geht der über kaputte Flächen oder braucht der Boden? Gut, theoretisch könnte man Repair einbauen, aber naja, ne? Das wäre dann doch ein wenig seltsam. So. Zum Schildbruch. Das nutzt sein Potenzial also überhaupt nicht, ne? Machen wir es mal wenigstens so. Wisst ihr was? Ganz nehmen wir mal einfach den hier. Ganz Not können wir, machen wir dann einfach die Löcher weg. Kämpfe mit kaputten Boden ist immer so eine Sache. Und wenn ich gerade so drüber nachdenke. Spark? Ja gut, Sparker funktioniert eh schon ganz anders als die ursprüngliche Fähigkeit. Weil die ursprüngliche Fähigkeit hat auf dem Feld befindliche Objekte elektrisiert. Und damit dann Schaden angerichtet. Wie auch immer das funktioniert, hätte ich es nie ausprobieren können. Weil ich den Elektro-Stil im dritten Mega Battle Network nicht hatte. Aber. Okay, dann halt kein normaler Angriff. Lass ich's halt bleiben, Airman. Okay.
Dann machen wir halt nur so. Und so. Well, hey, ein Schatten kann natürlich über so einen Abgrund drüber. Ja, das stört uns halt auch nicht. Und ja, jetzt ist es mir relativ wurscht, was das hier alles bedeutet. Wir haben so viel Kapazität zur Verfügung. Und ich denke, dass uns ab einem gewissen Punkt unsere Gegner letztendlich dann auch wieder nicht mehr schonen werden. Irgendwann kommen dann hier auch die Gegner wieder, die irgendwelchen abartigen Murks an Battleships dabei haben. Warte ja bloß darauf, dass wir wieder einen Kalaman... Oh, warte ja bloß darauf, dass wir wieder einen Kalaman vor uns haben, der sein komplettes Deck mit Jojo 3 voll hat. Das war eh so eine Sache, wo ich dachte, ich sehe nicht recht. Dass der einfach mit sowas daherkommt. Zack. Könnt ihr jetzt natürlich auch sagen, oh, schön wäre es, wenn ich Shadow 3 hätte, aber man will ja nicht übertragen. Shadow 2 verrichtet seinen Dienst schon ganz hervorragend. Und zack. So. Und tschüss. Punkt genau. Das war kein kritischer Schaden, aber er reichte aus. Tja, ja, Tornado. Die ganzen Sachen, die im Originalspiel schon sinnig sind, wenn man sie da verstärkt, aber hier... Mist, ich war derjenige, der in die Luft geschleudert wurde. Das werde ich nie nochmal vorlesen. Das auch nicht. Ja. So wollte ich das haben. Und dann noch Shadow 2 da oben hin. So. Ja. Selbe Kampfaufstellung wie vorhin. Vorhin hat es ja auch geklappt. Verstehe trotzdem nicht, warum wir hier jetzt plötzlich Gegner doppelt bekommen. Ich meine, vorher war es wohl auch schon zufallsbasiert, aber wir haben nie Gegner mehrfach angetroffen. Die einzigen, die wir jemals mehrfach angetroffen haben, das waren die normalen Navis. Die haben wir mehrfach angetroffen. Aber doch nicht die speziellen. Der greift mir schon wieder mein Panel Grab an. Au! Ja gut, der Schaden war schon happig. Ich wollte gerade sagen, wir haben ihn aber garantiert nicht an seinem nächsten Angriff gehindert. Aua. Wie zwei Streithähne, die geraden beiden. Geraden beiden hier, ja. Du kannst auch einfach sprechen wie ein ganz normaler Mensch, Xi. So, 200 drüber. Schön. Tödliche Hitze, ja, geht so. Ja. Hatten wir schon. Weiter. Ich werde nicht nochmal verlieren. Scannen wir wieder. Beastman. Typ keiner. Starker Chip. Kunai 3. Panel Gras. Ah ja. Normal Navy X ist okay. Das war das, was ich aussagen wollte. Das und nichts anderes.
Ja, die Kombination wirkt nicht nur auf euch komisch. Aber ich will halt diesen Elementvorteil gleich ausnutzen, bevor es unser Gegner tut. Aber das hier hat jetzt wirklich was von zufälligen Paneelen. Und ich bin auch gespannt, wann wir mal das Gebiet wechseln. Ich schätze mal, das wird nach 15 oder 20 der Fall sein. So, und... Zack, 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 zack! Ugh. Wirklich. Dash Attack? Ist ja nicht so, als ob ich blocken würde. Ja, okay. Aber... Das hingegen nervt schon ein wenig. Oh, Körper. Ist es so putzig? Ja, das tut halt schon weh, ne? Die 90. Allerdings, wenn man ihn halt wieder in Relation setzt zu Skullman. Skullman steht da halt weit drüber. Aua. 50 auf jeden. Ich glaube, ich verliere jetzt was. Nee, tue ich nicht. Ach, Beastman. Ja. Aua. Ah ja. Ich sehe es gerade, da drüben der Werte Herr hat Heilung. Na ja, dann. Na gut. Na, schmeißt man halt jetzt rein. Gerade keine Lust, dass der mich jetzt noch nervt mit seinen Battleships. Mir mein Deck zerlegt und am Ende verlieren wir noch. Muss ja nicht sein. Er ist ganz fantastisch durch mich durchgeflogen, Beastman. Naja, oder dass er unseren Angriffen halt die ganze Zeit ausweicht, der Olle. So. Dann halt so. Tschüss, Beastman. Danke. Nein, ich habe noch nicht verloren. Ich glaube, ich habe den eigentlich tiefer gesprochen, ne? Ich werde dich mit allem treffen, was ich habe. Skin in der wieder. Nightman. Typ keiner. Starker Chip. Quake 3. Paneel normal. Mhm. Bei dir weiß ich schon, dass ich zu tun habe. Bei dir wollen wir auf Deckzerstörung gehen. Noch und nöcher. Schildbrecherei hilft bei dem leider eher weniger gut. Weil wenn er was zum Verteidigen hat, dann ist es eh... Stone Body. Das reduziert unseren Schaden, den wir beim Anrichten sowieso auf alles, auf nichts runter. Auf alles runter, ja. Oh nein, unser Schaden wurde auf alles reduziert. Wie schrecklich. Oh, der hat kein... Wieso ist denn der so erpicht darauf, das Feld normal zu halten? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Na gut, solange seine Quake-Battle-Chips weg sind, ist alles gut. Die sind die Nervigen, die bei uns durchs Deck durchgehen und viel zu viel Schaden drücken. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie... der Navi drauf kommt, dass wir irgendwie das Feld zerstören wollen würden, aber okay. Wenn er meint, dass er seine Kapazität dafür hergeben will, okay, das ist jetzt traurig. Und allerdings
wird auch so ein Koloss, wenn auch nur schwierig, irgendwie ausweichen können. Nehme ich an. Gut, jetzt macht er halt gar nichts mehr. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also ich sag mal, den können wir gern nochmal antreffen. Du bist ein wahrer Ritter. Ich werde die nicht mehr vorlesen, die wir schon mal hatten, okay? Meine großartige gelbe Blume wird im Kampf erblühen. Scanne der Widerhaken. Plantman, Typ Holz, starker Chip, Trident, Vanillegras. Mhm. So. Schauen wir mal, dass wir uns ein bisschen beeilen hier. Fireblade. Und wieder der Cannonball. Jo. So in der Art. Dann schauen wir mal, was Plantman macht. Du hast Guard dabei. Okay. Okay, diesmal ein kleines bisschen Bock auf den Kampf gehabt. Ganz kleines bisschen. Minimal. Naja, wie man es nimmt, ne? Ich find's herrlich, wie Fireman die ganzen Holznevis momentan auseinander nimmt. Fertilizer? Ich hätte nicht den billigen Dünger nehmen sollen. Diese Sprüche. Wie wirst du meiner maximalen Voltzahl widerstehen? Scanne der Widerhaken. Alec-Man, Typ Elektro, starke Chip, Alec-Sword, Panel Aluminium. Ja. Ich schätze mal, das wird dann wieder unser letzter Kampf der Folge werden. So, was nehmen wir da wieder mit? So, ganz klassisch Goldfist. Dann gucken wir mal, was Alec-Man mittlerweile macht. Ich meine, wir wissen ja mittlerweile, dass Alec-Man der Schwertschwinger unter den Elektro-Nevis ist. Von daher könnte es natürlich genauso wie in der Vergangenheit laufen, dass der jetzt einfach nur zig Schwerter dabei hat. Ich schätze mal, das wird auch so sein. Nein. Tatsächlich schwächelt auch er ganz gewaltig. Naja, jetzt hat er gleich fast nichts mehr. Weg. 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 Sparkles. Ja. Trumpfkarte wäre, glaube ich, noch zu wenig gesagt. Oh, wow. Oh, wow. Ja, wir lassen unserem Gegner mit dem Sparker gerade gar nichts mehr. Wir nehmen einfach sein komplettes Deck auf einmal weg. Aber ja, ich habe es ja gesagt. Sparker auf Aluminium mit Alec-Man als Net-Navi. Das ist... Ja. Selbst meine maximale Voltanzahl war nicht genug. So, 18 haben wir geschlagen. Eine... Ich weiß nicht, wie hohe Anzahl an Kämpfen wird noch folgen. Und da machen wir in der nächsten Folge weiter bei Mega Battleship Challenge. Ich bin Xy. Bis dann, Leute. Ciao.